Ja, hallöchen Leute. Ja, und sorry, schon mal im Voraus, mehr oder minder. Die Szene, wie ich den guten Duval erledige, kann ich euch leider nicht zeigen, denn Mafia 3 hat das nette Problem, erledigte Mission kannst du nicht wiederholen. Und mein Problem war, dass ich, mein Aufnahmeprogramm ist mal wieder aus unerfindlichen Gründen gecrashed. Und zwar so nach 9 Minuten, obwohl 9 Minuten Aufnahme und plötzlich gucke ich so auf meinem anderen Monitor und dann auf einmal, ja, das Programm reagiert nicht mehr, Absturz. Mit anderen Worten, der Teil ist weg. Deswegen darf ich jetzt neu starten. Deswegen bin ich da wieder in diesen Einkaufsladen am Starten gewesen. Und zeige euch so gesehen ab dato das Gespräch. Also erstmal muss sich dann zu Donovan begeben zum Country Club. Das mache ich jetzt auf jeden Fall. Also ich war schon mal in den Club, aber das wurde damals ja zum Anfang der Story noch nicht so gezeigt. Wenn meine Erinnerung mich nicht trügt. Warum fahre ich eigentlich hier lang, wenn ich da nicht muss? Ich wollte wieder zum Aussichtsturm, ich Depp. Ja, der war noch im Kopf. Das seht ihr mal, Leute. So läuft das. Naja, jedenfalls zeige ich euch dann den Teil. Und das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen tierisch, aber ich kann es leider nicht mehr ändern. Wie gesagt, dickes Sorry dafür. Aber hat auch den Vorteil, derjenige, der es von euch selber spielen will, der wird eine nette... kleine Überraschung erleben. Da war schon mein Fehler, ich bin nicht abgebogen. Ich hätte nur gerade ausfahren müssen zum Country Club. Ich Depp. Und dann packe ich hier, denn der gute Donovan, der steht hier, Leute. Der steht hier im Busch. Ja, hallöchen, ich bin schon da. Country Club. Steig ein, ich erkläre dir den Plan. Okay. Das wird dir gefallen. Malcano hat Immobilienprobleme. Ich verstehe immer noch nicht, warum Olivia Malcano in die Sache verwickelt war. Nach dem, was man so hört, hatte sie 2 bis 3 Mal so viel Geld wie Sal Malcano. Geld war ihr scheißegal. Für meine Begriffe hat sie jemanden engagiert, der Lucho töten sollte. Sie wollte selbst am Ruder stehen. Meine Meinung? Sie hatte die Schnauze voll von dem ganzen Mafia-Scheiß. Wir sind am Arsch, Olivia. Ist dir das klar? Dieses Arschloch von Duval hat uns im Testament nicht erwähnt. Und drum kriegt sein Neffe jetzt alles. Hast du sein Testament denn auch wirklich geprüft? Ich habe zumindest den Teil gelesen, in dem steht, dass das Grundstück, auf dem ich mein Casino baue, an Steven DeGarmo geht. Remy hat das Testament vor 6 Monaten überarbeitet, aber nie unterzeichnet. Und was soll das heißen? Dass ein Testament erst dann gültig ist, wenn man es signiert hat. Verdammt nochmal, das weiß ich. Ich meine, was bedeutet es für uns? Dass ich es anfechten kann. Remy und ich waren Geschäftspartner und in einer meiner Beteiligungsgesellschaften wird das Grundstück als geschäftsrelevanter Vermögensgegenstand geführt. Klingt wie der feuchte Traum von einem Anwalt. Und was bitte habe ich davon? Da fragst du wirklich die Falsche, Sir. Ich habe fast jeden Cent, den ich besitze, in das Casino gesteckt. Einen großen Prozess kann ich mir nicht leisten. Wie kommen wir aus der Scheiße wieder raus? Steven kommt für die Beerdigung in die Stadt. Ich könnte ein Treffen arrangieren. Wir bieten ihm an, dass er für die Grundstücksübertragung eine Beteiligung am Casino erhält. Ja. Ja, gute Idee. Und wenn er unterschrieben hat, kümmern wir uns um ihn. Also gut, bereite es vor. Aber meine Geduld ist jetzt definitiv am Ende, verstanden, Olivia? Ich habe die Schnauze voll von dem Mist. Du kannst mir ruhig vertrauen, Sir. Mr. Clay ist also als Ober im Country Club aufgetaucht. Alle Anwesenden waren reiche Arschlöcher oder Mitglieder der Southern Union. Drum war es für Lincoln nicht so schwer reinzukommen. Stecken Sie einen Schwarzen in eine Livree, dann ist er so gut wie unsichtbar. Ich bin einfach durchs Tor gefahren und hab ihn vor der Tür rausgelassen. Keiner hat uns beachtet. Oh nein. Soll das etwa heißen, er hat es nur mit seiner Dienstkleidung geschafft, an Mrs. Mercanos Personenschutz vorbeizukommen? Ich habe ein Fläschchen schnellwirkendes LSD zusammengerührt. Also nach genau derselben Rezeptur, die wir für MK Ultra verwenden. Und gab es Lincoln. Mit einer Spritze hat er dann ein paar Tröpfchen in jedes Glas getan, das er serviert hat. Ein paar Minuten später waren alle, die von dem Zeug getrunken hatten, total neben der Spur. Wow. Ich am Arsch. Was? Was ist passiert? Hab nie gelernt, eine Fliege zu binden. Traust du dir das zu?
Scheiße, ich gehe da rein, verpasse den Wachen eine Dosis Militär-LSD und dann bin ich bei Olivia. Und lass dich von den Scheißern nicht provozieren. Denk dran, du kannst keine Waffen mit reinnehmen. Wie geht's dir, Kumpel? Folge der Auffahrt auf der Linken. Tja, so, rein da. Also bis dato habe ich gespielt, beziehungsweise diesen Part kenne ich schon. Und ja, wie gesagt, ärgert mich ein bisschen, aber sorry, ich kann es leider nicht ändern. Außer ich mache doppelte Aufnahmen mittlerweile. Wir sind da. Du hast die Tasche, die Spritze ist drin. Und denk dran, die Droge wirkt schnell. Die knipst dich im Handumdrehen aus. Gut, hier soll ja niemand rausfinden, was eigentlich vor sich geht. Lass dich mal ansehen. Wenn sie dich killen, haben sie wenigstens gleich was Hübsches, worin sie dich begraben können. Fick dich. So, Leute, und hier ist mir das aufgefallen, nach dem Fight mit Remy und dann bin ich ja dort im Supermarkt so gesehen wieder, ging es weiter mit der Story, außer dass ich dann Donovan getroffen habe. Wir haben uns darüber unterhalten, wie eben, das kannte ich jetzt schon bis hier und ab hier ist es für mich Neuland. Von daher, ja, wünsche ich mal euch und mir jetzt eine Menge Spaß. Also alle anderen waren rechtzeitig hier. Betatschen diese Weißbrote auch alle anderen? Faule Nigger, das ist ihre Aufgabe. Die haben mich da draußen kalt erwischt, haben gefragt, wo mein Wagen ist, wo ich herkomme. Du ziehst entweder sofort deine Uniform an oder verschwindest aus meiner verdammten Küche, Brunel. Komm mit. Komm ich jetzt da lang, oder was? Ja, seid doch. Danke, geht doch. Leg einen Lappen auf den Tisch. Sieht aus wie ein verdammtes Rattennest. Miss Olivia kommt gleich runter. Sie wird ein paar Worte zum Tod des armen Mr. Remy sprechen. Schnapp dir eine davon, bring sie raus und gieß den Gästen ihre Drinks ein. Und dass du ja mit keinem von ihnen sprichst, klar? Kann ich jetzt eine noch nehmen? Bring den Leuten ihre Drinks, sofort! War's das? So, dann mal schnell die. Und auch noch die. So, die dürfen wir sogar noch behalten, mehr oder minder. So. Soll den Manager bedienen? Nein, halt, warte mal! Bleib stehen! Dann kriegst du jetzt erstmal als erstes was von meiner geilen Mixtur hier. Du wirst hier nicht fürs Rumstehen bezahlt, Boy! Geh und bedien diese armen Gäste! Austrinken, Motherfuckers! Vor allen Dingen arm. Ne, da ist das nicht. Wo ist denn das? Ach, hier oben. Okay, gut. Haben die denn jetzt einen Verdächtigen? Keinen einzigen. Der alte Earl ist kurz davor, ein paar seiner Jungs ins Hollow zu schicken, damit die mal an ein paar Affenkäfigen rütteln. Ich glaube nicht, dass es einer der Farbigen war. Die verfluchten Affen waren nie besonders schlau. Aber wenn man sie nicht beaufsichtigt, können sie schnell bösartig werden. Hat der einer eine Waffel oder was? Wer hat noch? Zuerst möchte ich Ihnen allen danken, dass Sie hergekommen sind, um sich von unserem treuen Freund Remy Duval zu verabschieden. Ich weiß, bei all der Gewalt, die uns heimsucht, wäre es sicherer gewesen, zu Hause zu bleiben oder die Stadt zu verlassen. Aber Sie haben es wie Remy gemacht. Sie haben erhobenen Hauptes ausgeharrt und sind nicht weggelaufen. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass Remy ein mutiger Mann war. Aber es ist nicht sein Mut, den ich am meisten vermissen werde, sondern es geht mir um etwas anderes.
Er gab dieser Stadt, nein, uns, eine Stimme. Der Mörder Remis hat dieser Stadt jemanden genommen, der ihre Geschichte ehrte. Mehr noch, Remy Duval ehrte unser gemeinsames christliches Erbe, das zurückreicht bis nach Europa. Remy war mir ein Freund. Ein teurer Freund. Uns allen. Ehren wir in den kommenden Tagen und Wochen sein Andenken, indem wir uns unsere Stadt zurückholen. Schützen wir die Lebensweise, die wir alle lieben. Auf Remy! Auf Remy! Auf Remy! So, ich darf jetzt die Leibwächter bedienen. Der Kampf? Nee, habe ich mir nicht angeguckt. Wenn ich sehen will, wie zwei Bimbos aufeinander eindreschen, kann ich das im Hollow jederzeit umsonst. So mit der Flasche hier rüber, Mann. Tja, bin ich da schon, Meister. Wenn wir den Nigger finden, der Remy ermordet hat, wird er sich wünschen, er wäre tot. Reginald, geht's bitte etwas leiser. Was? Oh, er ist doch bestimmt einer von den Guten. So, jetzt. Ich rede nicht genug mit ihr. Als ob ich bei ihrem Gequassel jemals zu Wort käme. Jetzt muss ich den Typen wieder hinten krallen. Das ist interessant, Leibwächter und die sind erstmal weiß ich wo. Das Problem mit diesen Leuten ist, die sind überzeugt, ich dass meine, wir haben reden, als wenn wir mit der Flasche etwas mehr. Mein Gott, was soll ich den anderen Brüdern sagen? Wir werden sie an unseren Stolz als Weiße erinnern, Bruder. So, jetzt noch ein oder zwei? Was immer du sagst. Verhalten wir uns doch wie zivilisierte Leute. Es gibt Richtiges, so, es gibt der steht da jetzt dort. Jedes Mal, wenn ich einen von diesen Scheiß-Hippies sehe, möchte ich ihm am liebsten eins in die Fresse geben. Und ich auf jeden Fall einfach nicht, dass man... Hier, komm her, du wolltest auch einen Schluck. Hey, eigentlich habe ich den Neffen auch nie gesehen. Da gibt's einige Kohle. Kann sein. Mein Beiler. Spuck's aus, was weißt du? Ja, die lassen sich scheiden, stimmt. Gehörte viel und mehr zum Vermögen der Duvals. So, ich soll eine Zigarettenpause machen. Ist ja mal geil. Ich rauch nicht. Leute, ich rauch doch gar nicht. Ja, wo ist da die Logik für mich? Verbrennen. Dann sieht man besser, was sie zu bieten haben. Da kann ich nur zustimmen. So, erstmal wieder nach hinten laufen. Natürlich kann ich nicht rennen. Die ersten auf dem Mond sein werden, oder? Diese verdammten Roten kommen unseren Vereinigten Staaten nicht zuvor. Wenn du das sagst. So, weiter hier. Bin ich ja mal gleich gespannt, was mich hier erwartet. Ich hoffe mal, das klappt auch ohne Probleme. Ach, du willst auch noch was? Na gerne, komm her. Komm zu mir. Ich habe noch eine gute Pulle hier. Einen guten Schuss für dich auch noch. Im Glas. Du sollst ja nicht dursten, mein Freund. So, und dann erstmal wieder zurück. Ja, wir sollen eine Zigarettenpause machen. Mal sehen, was... Groß! Großer alter Mandingo-Nigger! Oh Gott, was ist mit dem los, ey? Hat er einen Die Pulle kann ich irgendwie noch nicht mal abstellen, ey. Bleibt jetzt in meinem dauerhaften Besitz, wa? So, hier wird fleißig gekocht. Und gehen wir erstmal dahin. Oh. Hey Neuer, du kannst hier drüben rauchen. Danke, Leute. Siehst du, was mit Clarence los ist? Sieht aus, als hätte der was von dem abbekommen, was hier rumgeht. Wenn du mich fragst, könnte es keinem Besseren passieren. Geschieht ihm recht. Nigger hier, Nigger da. Ist jedes zweite Wort aus seinem Mund. Schlimm genug, es von den Weißen zu hören, braucht es echt nicht noch von einem von uns. Vielleicht überdenkt er dann ja mal, wie er die Dinge hier handhabt. Na, das möchte ich erleben. Hm. Und du? Folge Olivia. Oh Gott, jetzt muss ich da wieder zurücklaufen. Also, schleichen. Entschuldigung, ich darf ja nicht rennen. Menschen auf dem Mond? Interessiert mich keinen Scheiß. Interessant, interessant, gerade das Ganze hier. So ist es. So, Leute. Und ja, damit neigt sich diese Folge ihrem
Ende entgegen. Ich hoffe mal, sie hat euch wie immer gefallen. Da rauszugehen. Irgendwas stimmt nicht. Den Leuten. Ja. Mir egal, was Clarence sagt. Ich bleib hier drin. Die Leute sind verrückt geworden. Genau, ist gut. Und hat den Weißarsch geschnitten. Moment, was rede ich denn da? So, Leute. Ihr merkt schon, hier ist irgendwas im Gange. Hehehe, wird gleich lustig. Von daher, ja, die Folge ist zu Ende. Ihr wisst den ganzen Klabberadatsch von wegen hier Kommentare, Like und Abo. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und bis denne.